Du bist dabei herauszufinden, ob es hilft, Dokumente rund um ACTA von verschiedenen Bundesministerien zu bekommen. Und erzähl doch mal deine Geschichte, was deine Motivation ist und wie so der aktuelle Stand und der ganze Prozess jetzt sein wird. Danke und guten Abend. Seit 2009 arbeite ich bei Wikimedia Deutschland im Bereich Politik und Gesellschaft. Meine Kollegen sitzen da drüben. Wenn ihr Fragen zu Wikidata habt, Daniel ist da und beantwortet sie jederzeit auch. Mikrofon näher in den Mund, wunderbar. Und wir haben im politischen Prozess regelmäßig diesen Effekt. Wir arbeiten uns an einem Thema ab, wochenlang schreiben wir Paper, wir zirkulieren die, wir verbessern die, wir reichen die weiter, wir veröffentlichen sie und kein Schwein interessiert es. Das kommt vor, das passiert, dann lernt man daraus und macht es nachher besser. Und dann hat man Dinge, die macht man so um 17.50 Uhr, man will irgendwie noch mal was fertig machen, haut irgendwas raus und denkt sich, ach, wird vielleicht noch was nachher draus geben oder keine Ahnung, vielleicht ist es einfach nur so ein Schuss, der einfach nichts, zu nichts führen wird, aber auch nicht wehtun wird. Und so ein Ding war die Geschichte mit ACTA. Wir hatten von der Europäischen Kommission eine Transparenzpressemitteilung bekommen. Also ein Dokument, auf dem die Europäische Kommission sehr, sehr umfangreich dargelegt hat, dass sie zu jedem Zeitpunkt die Öffentlichkeit über alle Aspekte von ACTA informiert hat und dass sie Workshops hatte und dass sie Zwischenentwürfe veröffentlicht hat. Und darunter war auch eine Liste der Teilnehmer an den Verhandlungsrunden und auch neben der Europäischen Kommission auch eine Erwähnung, wenn halt aus den EU-Mitgliedstaaten Teilnehmer aus den Ministerien dabei waren. Und an 10 der 11 Verhandlungsrunden stand halt auch mal Germany dabei. Dann denkt man, okay, Germany, das ist ja recht viel, was kann das sein? Und ich habe dann via fragdenstaat.de einfach an 3 Ministerien gefragt, ans Kanzleramt, an das BMJ, an das Justizministerium und ans Auswärtige Amt gefragt, sagen Sie mal, wer war denn eigentlich aus welcher Abteilung von der Bundesregierung an den ACTA-Verhandlungen erstens, die ganzen Länder nachlesen, dabei, eine schöne Auflistung und dann geschah erstmal einen Monat lang nichts, nichts Inhaltliches. Das BMJ meldete sich zurück mit der Auskunft, ja, meine letzte Frage, die sei keine einfache Frage im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes, da könnten bei der Beantwortung Kosten bis zu 500 Euro entstehen, ob ich denn ein preisliches Limit setzen wollte. Ich habe ein preisliches Limit von, ich glaube, 20 Euro gesetzt und gesagt, ich, aus Gründen der Einfachheit ziehe ich die letzte Frage zurück und ich will einfach nur wissen, wer hat an den ACTA-Verhandlungen teilgenommen. Dann geschah wieder lange nichts. Dann kam vom Bundeskanzleramt eine Zustellungsurkunde oder ein zustellungsbeurkundetes Einschreiben, wo sie sagt, nö, haben wir keine Informationen dazu. Vom BMJ kam dann ein Bescheid, der letztendlich sagte, wir können Ihnen mitteilen, aus welchen Ministerien Leute dabei waren. Im Übrigen können wir Ihnen nicht sagen, wer dabei war, weil dies die öffentliche Sicherheit gefährdet. Von allen Argumenten, die ich antizipiert hatte, war die öffentliche Sicherheit nicht dabei an Gründen. Und fragt den Staat, hat diesen schönen Punkt, man kann halt eben sowohl die Antworten als auch halt eben die Zwischenbescheide als auch den ganzen Prozess eintragen. Und ich habe dann einfach auf Frag den Staat die Antwort eingetragen und halt auch so einen kurzen Wisch abgeschickt an den Bundesdatenschutzbeauftragten mit der Bitte, sich dieses Problem mal anzuschauen. Dann kam Markus ins Spiel, hat auf netzpolitik.org diese wunderbare Steilvorlage mit der öffentlichen Sicherheit aufgenommen und hat am Ende des Blogpostings geschrieben, ja okay, wenn 30 Euro Spenden zusammenkommen, dann legen wir Widerspruch ein. Widerspruch nach den Kostenstrukturen des IFG, wenn er halt abgewiesen wird, sind 30 Euro Minimum. Okay, wenn 500 Euro kommen, dann stellen wir weitere Fragen, das ist ja dieses Kostenlimit. Und wenn 1000 Euro kommen, dann reicht Widerspruch ein. 24, 48 Stunden später waren, glaube ich, 6.000, 7.000 Euro an Spenden da. Zuerst vielen Dank. Also, irgendjemand wollte wohl, dass wir an dieser Sache dranbleiben. Und so ging dann am nächsten Woche mein Gang zu einer Rechtsanwaltskanzlei, die
die sich damit auskennt. Und ich habe jetzt hier in den Händen und für euch online ein Schreiben, das beginnt diesen absolut sexy Titel, Schindler versus Bundesrepublik Deutschland. Alleine der Titel war den Aufwand wert. Nein, wirklich, das ist großartig. Man, also auf dem Verwaltungsweg diesen Staat anzugehen, ist sozusagen mir noch nie in den Sinn gekommen vorher, aber es macht Spaß und es ist sinnvoll und ich kann es jedem anraten. Ernsthaft, das Ding ist ein Widerspruch gegen einen Bescheid auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes. Das heißt, zuerst ist jetzt das Bundesjustizministerium damit beauftragt, zu überprüfen, ob das Bundesjustizministerium richtig gehandelt hat. Wir haben nicht allzu hohe Erwartungen daran. Andererseits, es ist ja dennoch mal gut geeignet, die Sache zur Sprache zu bringen. Insofern haben die Anwälte von JBB sehr, sehr gute Arbeit geleistet und haben in vielen Seiten ausgeführt, warum diese Begründung nun wirklich doch ein bisschen zu viel des Guten ist, warum sowohl auf der juristischen als auch auf der faktischen Ebene keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung besteht und warum das BMJ gefälligst die Daten rauszugeben hat. Das BMJ kann jetzt mehrere Sachen machen. Sie können diesen Widerspruch ablehnen, dann geht es vor ein Verwaltungsgericht. Die inzwischen, was sagt das zu Markus, 7.000, 8.000, 9.000, also diese große Summe an Geld ist gut aufgehoben, wenn es zu einem Verwaltungsgerichtsverfahren kommt. Andererseits, Option 2, das BMJ kann einfach jetzt sagen, okay, haben uns geirrt, sorry, haben uns in der Zeile vertan, irgendwie, habt ihr doch einen Anspruch, hier sind die Auskünfte. Variante 3, und das wäre eigentlich die Variante, die mir am besten gefallen würde, das BMJ kann sagen, unabhängig davon, ob wir jetzt nach dem Informationsfreiheitsgesetz verpflichtet sind, die Daten rauszugeben oder nicht, ist es ja auch im Interesse des Ministeriums, Transparenz herzustellen, denn, und das haben wir ja auch in dem Bescheid gesagt, das Internet ist ja voller Polemiken und unsachliche Diskussionen zum ACTA-Verhandlungsverfahren. Und der beste Weg, um gegen diese Polemiken und diese Unsachlichkeit vorzugehen, diese Hysterie, ist ja, mit Fakten entgegenzutreten. Und wir legen einfach mal alles offen, was wir zum Thema ACTA bei uns haben, streichen ein paar Namen raus, die absolut irrelevant sind, aber so die ganzen Prozesse und die ganzen Verhandlungsschritte, wäre mal ein guter Start. Können Sie Ihre Rechtsposition behalten, ist mir gleich. Meine Bitte an euch ist, schaut euch doch mal fragtdenstaat.de an. Das ist ein wunderbares Portal, um Menschen zu aktivieren, Dinge in Erfahrung zu bringen, zu denen sie eigentlich einen Anspruch haben, sie zu wissen und die eigentlich schon längst von sich aus hätten veröffentlicht werden sollen. Man kann durchaus spannende, wichtige, lehrreiche Informationen haben. Wenn ihr wirklich mithelfen wollt, helft fragtdenstaat.de zu portieren auf die Bundesländer, von denen eine zunehmende Anzahl von Bundesländern inzwischen auch eigene Landesinformationsfreiheitsgesetze haben. Ihr könnt an den Betreiber von Frag den Staat spenden, ihr könnt eure Zeit, euer Coding-Wissen spenden und ihr könnt natürlich, wenn ihr in einem Land lebt, das noch kein Informationsfreiheitsgesetz habt, dafür sorgen, dass hier eins eingeführt wird. Es sind ja durchaus hier und da Wahlen und man kann ja durchaus auch mal den Parteien nahelegen, dass sie, wenn sie ein IFG haben, das IFG verbessern, wenn sie noch kein IFG haben, eins einführen. Es gibt durchaus im Netz eine ganze Reihe von Aktivitäten, die man machen kann, über ACTA hinaus. Dass jetzt eben gerade ACTA war, dass das hochgespült hat, okay, mag ja sein. Nur was am Ende auch in diesem Verfahren rauskommen kann, wäre zum Beispiel auch der Fingerklopfen, der inzwischen 15. Fingerklopfen auf das BMJ, zu sagen, kommt nicht mit dummen Ausreden. Es gibt inzwischen, glaube ich, eine richtig große Ansammlung von Urteilen, wo das Justizministerium erst sehr, sehr nachhaltig von einem Verwaltungsgericht darauf informiert werden musste, dass halt bestimmte Begründungen nicht funktionieren. Und wenn es der ACTA-Geschichte bedarf, mag ja sein, aber natürlich gibt es eine ganze Reihe von weiteren Dingen, über die man reden sollte. Zum Beispiel fragt den Staat, könnte mal in Richtung dritter Korb und alles, was an Grundlagen davon existiert, eingesetzt werden. Und dritter Korb, Urheberrecht, könnte eine Überleitung sein zu dem, was jetzt, glaube ich, kommen wird. Markus, du kennst die Choreografie und ich stehe zu Fragen zur Verfügung und danke für euer Geld. Also, und